Das ist momentan das schwerste Kind der Welt und ob es überhaupt nochmal irgendwie abnehmen wird oder wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er so schwer geworden ist, das sehen wir jetzt hier in dem Video, Leute. Und ich bin mal gespannt. Auf der einen Seite sind die Themen Fitness und Ernährung populärer denn je. Millionen bei ihm ja halt nicht so, ne? Fitnessstudios, der Fitnessmarkt boomt und fast täglich kommen neue Artikel zur gesunder Ernährung, neue Diätprogramme oder auch neue Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt. Ja. Auf der anderen Seite aber sind immer mehr Menschen übergewichtig und haben mit entsprechenden Krankheiten wie Diabetes oder auch kardiovaskulären Erkrankungen zu kämpfen. Das ist halt auch das Ding, Leute. Das Kind ist halt einfach komplett dick und übergewichtig und sonst was, aber es hat halt dann auch Folgen. Also er wird halt auch an Diabetes wahrscheinlich leiden und an, keine Ahnung, der wird ja nicht mehr gehen können. Ich hab's ja das Thumbnail gesehen, das ist ja nicht mehr normal, Alter. Wie... Also ich frage mich halt, wie die Eltern sowas zulassen können. Aber komm, wir schauen weiter rein. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung waren 2017 alleine in Deutschland 48% der Menschen über 18 übergewichtig. Aber auch weltweit steigt der Trend zur Fettleibigkeit Jahr für Jahr weiter an. Eine Person, die vom Übergewicht sehen kann, ist Arya Permana. Alter. Der Junge aus dem indonesischen Karawang, einer armen Stadt auf der Insel Java, ging in das Guinness-Buch der Rekorde ein als der schwerste 10-Jährige der Welt. Mit also einem Gewicht von sage und schreibe 192 Kilo. Ey, ohne Spaß, ne? Ich bin 1,92 groß, ne? Und ich denke mir so, okay, wenn man auf einmal statt seiner Größe noch Kilogramm hinterschreibt, dann ist es doch nicht mehr normal. Und als 10-Jähriger, Digga, stell dir vor, Mann. Da denke ich mir halt einfach so, was ist bei den Eltern im Kopf passiert so? Und ist es wirklich ein Rekord, auf den man stolz sein kann? Ich denke mal nicht. Damit wiegt er fast so viel wie 6 durchschnittliche 10-Jährige. Selbstverständlich läuft nicht nur der Alltag, sondern auch das ganze Leben von Arya Permana aufgrund seiner enormen Fettleibigkeit ganz anders ab als bei einem normalen 10-Jährigen. Guckt euch das mal an, Mann. In diesem Video wollen wir euch daher in sein Leben mitnehmen. Wir beantworten zunächst die Frage, warum er so dick ist, schauen uns dann den Alltag von Arya mit all seinen Einschränkungen und Besonderheiten an und gehen zum Schluss auf seinen Weg aus der Fettleibigkeit ein. Denn so viel sei schon mal vorweggenommen, heute ist Arya nicht wirklich mehr wiederzuerkennen. Also anscheinend, wie wir es ja gerade gehört haben, hat er es geschafft, wirklich abzunehmen, Leute. Und ich bin echt gleich mal gespannt, wie er aussieht. Ne? Aber erstmal gucken, wie es dazu gekommen ist und wie sein Alltag aussieht, weil... Man kann doch nicht einfach irgendwie so das nicht merken. So, es muss ja irgendwie schon gefühlt gemästet worden sein von den Eltern. Aber komm, wir gucken. Bevor wir uns dem genauen Tagesablauf von Arya widmen, wollen wir kurz auf seine Vorgeschichte eingehen und uns anschauen, wie Arya überhaupt so dermaßen übergewichtig wurde. Ja. Arya wurde 2006 als zweiter Sohn von Ade und Rokaya Somantri geboren, einem indonesischen Bauernpaar. Sein Geburtsgewicht betrug damals ca. 3,1 Kilogramm und entsprach somit völlig der Norm. Das ist normal. Als Bauern waren seine Eltern schon seit Arias Geburt äußerst arm und lebten von ungefähr 180 Dollar im Monat. Einem Einkommen, was selbst für indonesische Verhältnisse deutlich unter dem Durchschnitt war. Schon im Alter von 2 Jahren bemerkten seine Eltern, dass Arya übergewichtig wurde. Der Grund dafür war, dass er bei jeder Mahlzeit nach mehr Essen schrie und nicht zu bändigen war, bevor er mehr Nahrung bekam. So gaben seine Eltern mehr und mehr nach und versorgten ihn mit doppelten Portionen und schließlich auch mit extra Snacks, von denen viele besonders fettig oder zuckerhaltig waren. Der genaue Grund für Arias unstillbares Verlangen danach andauernd zu essen, ist bis heute nicht geklärt. Eine Erklärung ist, dass er schon im Kleinkindalter eine psychische Esssucht entwickelt hat, sodass er nach zu langer Zeit ohne Essenszufuhr Entzugssymptome zeigte. Eine andere Erklärung ist, dass Arya das sogenannte Prader-Willi-Syndrom hat. Das Prader-Willi-Syndrom ist eine genetische Behinderung, bei der die Patienten kein Sättigungsgefühl entwickeln, egal wie viel sie essen. Beide Erklärungsansätze konnten in Arias Fall jedoch weder nachgewiesen noch ausgeschlossen. Man kann nicht sagen, es stimmt, aber man kann auch nicht sagen, es stimmt nicht. Also kann halt auch einfach ganz normal eine Esssucht gewesen sein. Jedenfalls führte Arias extremes Verlangen nach andauernder Nahrungszufuhr, wie gesagt, dazu, dass seine Eltern ihn über Jahre hinweg überfütterten. Mit 5 Jahren wog er somit schon doppelt so viel wie seine Altersgenossen. Da seine Eltern zu arm waren für medizinische Versorgung und die Aufklärung über Ernährung in Indonesien kaum gegeben ist, immerhin hat Indonesien mit 12% eine der höchsten Kinderübergewichtigkeitsquoten der Welt, setzten sie die Ernährung ihres Sohnes weiter fort. Schon im Grundschulalter aß er dabei pro Mahlzeit doppelt so viel wie ein normaler Erwachsener und verschlang täglich bis zu 5 Mahlzeiten.
Mit 10 Jahren, also 2016, fünf Mahlzeiten, legt Aria so schließlich 192 Kilogramm auf die Waage und ist damit der schwerste Mensch in seinem Alter. Aber wie sieht oder sah sein Leben als schwerster Zehnjähriger der Welt aus? Ja, will ich auch sehen jetzt. Um das zu beantworten, kommen wir jetzt zu seinem damals typischen Tagesablauf. Jetzt bin ich gespannt. Wie jeder Mensch wacht Aria damals am Morgen aus dem Schlaf aus. Logischerweise, ja. Es zeigt sich bei ihm dort die erste Besonderheit. Denn Aria konnte schon seit dem Grundschulalter nicht mehr im Liegen schlafen. Grund dafür ist, dass er aufgrund seines Übergewichts unter enormer Kurzatmigkeit leidet. So bekam er im Liegen keine Luft und musste schließlich im Sitzen an der Wand gelehnt schlafen. Wie der? Durch das im Sitzen schlafen hat Aria übrigens auch eine Schürfwunde bzw. Hornhaut auf der Stirn. Dies hat sich dadurch entwickelt, dass Aria im Schlaf des Öfteren umkippte und dann meistens auf die Stirn fiel und dadurch wach wurde. Nach dem Wachwerden steht Aria also auf. Eine Kleinigkeit, die für Aria allerdings eine große Herausforderung ist. Bei jedem Aufrichten droht er nämlich hinzufallen und ist kaum in der Lage, sein eigenes Gewicht hochzuhieven. Ah, schon heftig zu sehen. Selbstverständlich beginnt sein Tag dann mit der ersten Mahlzeit. Wie es in Indonesien nicht ungewöhnlich ist, war sein Frühstück bereits ein vollumfängliches Menü und bestand wie jede seiner Mahlzeiten aus Reis, sein Handgelenk Fisch, aussieht, Rindfleisch, ne? Suppe und Tempeh, einem traditionell indonesischen Sojapatty, der bekannt dafür ist, äußerst satt zu machen. Nach diesem umfangreichen Frühstück geht Aria allerdings nicht wie seine Altersgenossen zur Schule. Seit seinem 9. Lebensjahr ist er nämlich nicht mehr in der Lage, den Schulweg alleine zurückzulegen und gerät schon nach wenigen Metern zu Fuß in schwere Atemnot. Somit ist er also nicht in der Lage, zu Fuß sein Haus zu verlassen und verbringt seine Zeit im Haus seiner Eltern. Dort legt er sich nach dem Frühstück meist direkt in den spartanischen Pool auf der Terrasse seines Zuhauses. Der Grund dafür sind die enormen Temperaturen im tropischen Klima Indonesiens. Ja. Die ziemlich konstanten Temperaturen von an die 30 Grad hält Aria aufgrund seiner Fettleibigkeit ohne eine derartige Abkühlung also kaum aus. Da hast du ein dickes Fell. Neben dem Essen und dem Baden verbringt er ansonsten die meiste Zeit damit zu spielen. Und zwar in erster Linie mit seinem Smartphone. Dort spielt er Strategiespiele wie Clash of Clans und andere Handygames. Am Nachmittag, wenn seine Freunde aus der Nachbarschaft aus der Schule zurück sind, bekommt er aber auch Besuch von ihnen und spielt mit ihnen verschiedenste Spiele. Allerdings kann Aria aufgrund seines Übergewichts keinen Sport treiben. Eine Einschränkung, unter der nicht nur er, sondern auch seine Mutter sehr leidet. Typischerweise isst Aria vor dem Schlafengehen dann noch eine große Mahlzeit. Übrigens trägt er fast den ganzen Tag einen Männerrock in Überweite, da andere Kleidungsstücke für Aria auf Dauer nicht nur wegen den Temperaturen, sondern auch weil sie ihm zu eng sind, unangenehm werden. Wie er angefangen hat, endet Arias Tag auch wieder damit, dass er sich auf den Wohnzimmerboden an die Wand setzt, um zu schlafen. Wie am Anfang des Videos schon angedeutet, hat sich bei Aria in den letzten Jahren jedoch so einiges getan. Genau, und jetzt will ich halt wissen, wie er es geschafft hat. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, dass er quasi in einem Teufelskreis ist, wo man eigentlich nicht mehr rauskommt. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie er da jetzt rausgekommen ist. Denn auch wenn er 2016 noch der schwerste Junge der Welt war, sieht Aria und auch sein Leben inzwischen ganz anders aus. Seitdem er 9 Jahre alt ist, haben seine Eltern nämlich nach einem Weg gesucht, Arias Übergewicht zu bekämpfen. Ärzte hatten sie zuvor gewarnt, dass ihr Sohn erhebliche gesundheitliche Probleme bekommen könnte und womöglich sogar an seinem Übergewicht sterben könnte. Ja. Eine erste Maßnahme, die seine Eltern in Absprache mit den Ärzten also trafen, war es, Aria auf Diät zu setzen. Wochenlang erhielt er daher von seinen Eltern so gut wie nur braunen Reis. Seine Essensmenge war also extrem reduziert. Auch wenn diese Diät schon radikal war, war sie ein Fehlschlag. Selbst nach vielen Wochen war Aria gerade mal 13 Kilo leichter als zuvor. Für normale Menschen wäre dies zwar ein guter Fortschritt, in Arias Fall allerdings nicht. Die Lage wurde also dringender und dringender. Ärzte schätzten, dass er nur noch wenige Jahre haben könnte und Arias Gewicht drohte sich sogar noch zu erhöhen. Schließlich wurden die lokalen Medien auf Arias Geschichte aufmerksam. Dann ging es wahrscheinlich los. So kam es, dass Aria schlagartig zu einem populären Phänomen wurde. Okay. Zeitungen schrieben über ihn, er wurde ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen und sogar in indonesische Talkshows eingeladen. Durch diese Medienpräsenz hatte Aria dann plötzlich zahlreiche Unterstützer, die ihm helfen wollten, abzunehmen. So zum Beispiel auch den bekannten indonesischen Bodybuilder Ade Rai. Diese Unterstützung verhalf Arias Eltern dann dazu, dass sie die nötigen finanziellen Mittel bekamen, um ihren Sohn einer Magenverkleinerung zu unterziehen. Im April 2017 wurde Aria dann schließlich im Omni-Hospital in Jakarta operiert. Ein 5-Stunden-Eingriff, bei dem sein Magenvolumen auf weniger als ein Drittel seiner ursprünglichen Größe reduziert wurde.
Allerdings waren die ersten Wochen und Monate nach dem gefährlichen Eingriff keine leichte Zeit für Arya, da er sich nach fast jeder Mahlzeit übergeben musste. Mit der Zeit gewöhnte sich Arya jedoch an seinen neuen Magen, sodass er im Jahr nach der Operation sage und schreibe 90 Kilogramm abnahm. Oh. Dieser enorme Gewichtsverlust eröffnete Arya dann ganz neue Möglichkeiten. So begann er zu trainieren, konnte normale Kleidung tragen und wurde von etwa 7 Esslöffeln komplett satt. Da sich seine Haut nicht seinem Gewichtsverlust entsprechend zurückgebildet hatte und von seinem ehemaligen Übergewicht stark überdehnt war, hatte Arya allerdings extreme Hautlappen. Auch seine Hautlappen wurden schließlich operativ entfernt, sodass Arya heutzutage bis auf wenige Details aussieht wie ein ganz normaler 13-jähriger Krass, Junge. Krass, verrückt, Mann. So spielt er inzwischen sogar mit seinen Freunden Fußball und Badminton und hat gute Chancen, dass er sein Gewicht in Zukunft halten wird. Und natürlich kann Arya auch wieder zur Schule gehen und ist bemüht, den Stoff, den er verpasst hat, nachzuholen. Trotz seiner brenzlichen Situation hat sich laut aktuellem Stand in Aryas Leben also alles zum Guten gewendet. Und er kann sogar behaupten, dass er einen Weltrekord hält. Ja gut, ob man im Endeffekt auf den Weltrekord stolz sein kann oder nicht, ist denn dahingestellt. Aber sonst muss man sagen, ist auch gut, dass er quasi etwas gemacht hat oder beziehungsweise seine Eltern und dann halt Medien und dann halt Magenverkleinerung. Das ist schon alles echt gut, weil sonst wäre der halt echt nicht mehr lange unter uns gewesen. Muss man halt auch ehrlich so sagen, wenn man so viel wiegt, der wiegt ja doppelt so viel wie ich. Das ist total, also damals halt jetzt nicht mehr, ne? Und er hat halt so viel Kilo verloren, wie ich wiege. Das ist nicht mehr normal, Leute. Aber wenn ihr natürlich von sowas mehr sehen wollt, wie wir uns so verrückte Sachen angucken, haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Hier seht ihr zum Beispiel auch noch ein richtig geiles Video, was ihr ausstellen könnt. Ich meine, schaut euch an, Leute, klickt einfach drauf. Ich finde es interessant, deswegen würde ich auch draufklicken. Deswegen klicke ich auch schon drauf, aber ihr müsst auch draufklicken, Leute. Deswegen haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.